hoffe, am Sonntagsmorgen, wenn ich wieder nach den Niederlanden fahre, dass sehr viele Leute, nicht nur die Schüler, die 300, die mitmachen, aber auch die Mitglieder des Orchesters und das Publikum, eine neue Art von Musik machen, erfahren haben. Und auch hoffe ich, dass sie sehen, dass Musik eine Art ist, die sehr viel Bildung und Proben benutzt, aber nicht immer. Es gibt auch Musik, die man nur kann machen mit sehr einfacher Weise. Und das ist eine Sache, die man selbst drinnen entscheiden muss. Also ich liebe professionelle klassische Musik, aber ich liebe auch die Energie der Kinder und ich liebe mitzumachen. Wenn ich im Publikum bin, will ich gerne mitmachen. Und dies ist eine Möglichkeit, alles zusammenzubringen. Also es ist nicht eine Symphonie nur für Kinder, eine Kindersinfonie, nein, nein, es ist eine richtige große Sinfonie. Aber es gibt Stellen, dass die Kinder eine wichtige Rolle haben und andere Stellen, dass es die Profis sein, die es richtig genau wie die Profis machen. So, dann fangen wir schon mal an. Auch wenn noch ein paar fehlen, vielleicht stoßen noch ein paar zu uns. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Projekt Sinfonie für jeden. Wir werden sehen, eine kleine Probe machen wir heute, dass ihr so ein paar Details, viele Sachen werden euch eure Fachlehrer schon gesagt haben, wie das zu funktionieren hat und so weiter, dass ihr, sagen wir mal, ein bisschen die Scheu verliert vor den Sachen, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Es wird weiter keine Probe dafür geben, sondern nur an dem Samstag selbst. Dann wird den ganzen Tag geprobt, schon am Vormittag. Nachmittags gibt es eine Generalprobe mit den Mitgliedern der Philharmonie und abends gibt es dann das Konzert. Es ist jetzt so, wir haben natürlich von dem Stück auch keine Ahnung. Ja, wir haben nur das Material und ich habe hier eine Partitur. Also das, was wir jetzt hier besprechen zum Beispiel, das kann natürlich sich am Samstag ganz anders gestalten. Ja, wir versuchen das nur so anhand der Partitur zu richten, dass ihr ungefähr wisst, was passiert denn rings um euch, was macht, müsst ihr machen. Ja, schlag mal den vierten Takt durch und ihr spielt einfach war einer von den Tönen, die da stehen. Immer hintereinander weg. Achtung, 1, 2, 3 und 2. Irgendwann. 1, 2. Ja, nur Mut. 1, 2. Langsam, wir kommen auf den Zweivierteltakt zu. Wir sind bei 37. 2, 3, 4. Und deshalb gibt es die Musikschule und unser Ziel war, jeden von der ganzen Musikschule einzuladen, mitzumachen. Und es gab auch sehr junge Kinder und am ersten sagte man, das ist vielleicht zu jung oder sie werden das wird zu kompliziert sein. Aber nach einigen Proben glaube ich, es macht Spaß, auch für die sehr jungen Kinder. Alle Finger draufsetzen und ganz leise reinblasen, ob wir alle den Diminutiv aufbringen können.
natürlich. Für morgen brauchen wir eine gute Planung, der uns die Freiheit gibt und die Mut gibt, ein richtiges Abenteuer zu machen, zusammen. Und offen zu sein, dass es vielleicht anders werden kann oder dass, dass wir glücklich sein, dass die auch in die Musik, dass wir überrascht werden. Wir sind jetzt ein paar Minuten vor der Eintritt ungefähr 300 Kinder hier im Anhaltischen Theater. Und ich denke, es wird ein ganz, ganz, ganz toller und spezieller Tag mit viel Musik, viel experimentelle Klänge und ein speziell für Dessau geschriebener Symphonie für jedermann. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das alles funktionieren wird. Entwicklung. Aber Kreativität ist nicht immer dasselbe. Musik ist oft sehr genau und pünktlich. Und jetzt wird die Musik in eine kreative Weise angewendet und wird auch jeder Verantwortung haben in ein großes Total. Also das ist eine total neue Dimension dabei. Also für die Entwicklung der Persönlichkeit ist es sehr interessant, dass die kleinen Kinder jetzt auch dirigieren gehen und nicht nur folgen, was die Lehrer zeigt, aber selbstständig sein. Ich habe keine Ahnung, wie das Gesamtwerk aussehen soll. Aber was da steht, klingt auf jeden Fall mal lustig. Das Singen. Ja. Ja, das Singen. Ja. Das war cool. Ja. Ja. Aber auch ein bisschen komisch, diese Töne. Aber habt ihr es denn schnell hingekriegt? Weil ihr seid ja ganz ungeübt. Ne? Ihr seid ja erst heute Nacht. So einigermaßen. Ja. So einigermaßen. Ja. Ich würde das immer so mit Rhythmus rutschen. Nur wenn Herr Merli dann immer was anderes macht, als in den Noten steht, dann ist es nicht so schön. Ich finde das schon toll, wenn alles zusammen spielt. Also unsere Teile klingen sehr schön. Das hört sich immer ein bisschen komisch an. Ich finde, es ist experimentell. Ja. Sehr experimentell. Experimentelle Musik. Ja. So ist besser. Aber nicht so laut reden.
einen wunderschönen guten Nachmittag alle zusammen, die heute versammelt seid im Anarchischen Theater für die Generalprobe jetzt für die Symphonie. Für jede, von oben bis unten, bis auf der Bühne, bis hinter der Bühne, unter der Bühne, weiß ich, wo alles Instrumenten sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid, dass ihr heute bei uns seid, um zusammen schön Musik zu machen. Und ich begrüße ganz herzlich, ihr habt ihn schon längst gesehen, Merlein Zwalerhofer. Ich glaube an Musikschule, das ist vor Bildung. Und mit Bildung ist das immer so, dass es besser und besser und besser und besser geht. Aber jetzt ist es nicht besser, besser, besser. Es ist, was man kann, wer man nützen. Also wir werden alle Niveaus zusammenbringen, auch die Kinder mit wenig Erfahrung. Und jeder macht es auf seine eigene Weise. Veranstaltungen waren, die wir bis jetzt hatten, doch genommen. Das war alles immer ganz toll vorbereitet. Das war auch nur bestimmten Schülern vorbehalten, also entweder Solisten oder nur dem Orchester. Und insofern fanden wir jetzt einfach diese Idee mal gut, dass also alle mal mitmachen können. Also nicht nur immer ausgesuchte Schüler, sondern dass wir wirklich gesagt haben, es können alle, die wollen, mitmachen. Und ja, die Eltern haben das und auch die Schüler haben das gut aufgenommen. Und ja, eher noch lockerer als wir Lehrer manchmal, weil wir natürlich in unserer Arbeit immer sehr genau sind und auch in Vorbereitung immer auf ein bestimmtes Konzert oder auf ein Vorspiel oder auf einen Wettbewerb und natürlich darauf achten, dass also alles sehr genau gearbeitet ist. Und insofern ist das auch für uns einmal eine schöne neue Erfahrung. Ich glaube, Musik, klassische Musik ist für jeden, aber zeitgenössische Musik hat die Kreativität, dass auch jeden aktiv mitmachen kann. Also ich würde sehr gern, dass das Orchester etwas ist, das jeden einladet, mitzumachen. Und wie ein Komponist wolle ich neue Sachen machen, die Partizipation möglich machen. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Schön, dass Sie alle den Weg heute ins Anarchische Theater gefunden haben und herzlich willkommen zum heutigen Konzert. Die Symphonie für jeden von Merlein Zwalerhofer. Leonard Bernstein hat auch mal gesagt, der Erfolg ist immer basiert auf einer guten Idee und zu wenig Zeit. Naja, also wenn das so ist, dann wird es heute Abend fantastisch, weil die Kollegen und die Schüler haben wohlgezählt 3 Stunden miteinander heute Nachmittag zusammen verbracht.